Let's geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. So, da sind wir wieder bei Goose Dragoon. Und mit Basti und Thomas. Taxi. Wir müssen die eigentlich nur töten, oder? Oh, ich hab Muni gefunden. Ich zähle 5. Hat er jetzt gesagt, riecht bei der hässlichen Kippe? Hab ich jetzt nicht verstanden. Scharfschütze da oben. Auf Zivilisten. Ja. Wir wollen niemanden versehentlich töten. In die Eier. Er ist tot. Scheiße. Okay, auf geht's. Ich glaube, die wollen abhauen. Einen habe ich. Ach, die schießen auch, die Typen sehen. Ja. Zweiten habe ich auch. Dritten habe ich auch. Alles klar. Jawohl. Kurz Fähigkeitspunkt. So. Und kurz Basti wiederholen. Pass auf, da ist noch ein Heini am Fenster hinter dir. Gleich. Okay. Der muss mal kurz warten. Alles klar. Granate fliegt, nehmt das. Geil. Granate! Ich sollte, glaube ich, wir sollten hier abhauen, oder? Wie seht ihr das? Wegen dem Heli, meinst du? Naja, so allgemein. Ärzte sind ja tot. Hier ist ein bisschen Versorgung, falls ihr es nicht gesehen habt. Was ist auch noch da drin? Kartellärzte sind tot. Ziel erreicht. Okay. Siehst du? Was ist denn jetzt hier? Dann der Medi da von der Knifte. Dick, 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 dick. Dick, dick, dick. 16 oder sowas? Nee, M4A1 Tactical. Mm. So was ganz was Feines. Hier oben ist noch eine Legende oder wie in der Datei. Ah, da unten am Baum. Ziel eliminiert. Das ist Einzelfeuer hier, oder was? Hammer, gell? Wir sind fertig. Hammer. Mag das total gern. Einzelschuss? Echt? Ja. Ich bin eher so der Ratatatatan-Typ. Gibt's denn hier was? Ich sehe gar nichts. Auf dem Bett war's. Hab ich schon. Hui. Will ich auch. M14. M41 war das, gell? Hier steht ein Heli, Leute. Genau. Ich sitz drin. Start. Ja, Moment. Spring durchs Fenster, spring durchs Fenster! Opfer dich. Okay, opfer dich für die Mission. Okay, ich probier's. Ah! Oh. Da war ein Gerüst. So, alle da? Ja. So, neue Mission müssen wir erstmal herausfinden, wichtig. Ach ne, hier unten. Story Einsatz. Quatsch, so war das. Enter. Basti, Enter. Ruhe, diese Kackwaffe einstellen. Enter. Das erinnert mich irgendwie immer an Benny, finde ich, mit den Einstellen. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh, ups. Ups. Erreichen Sie die Fabrik. Machen wir nicht ganz so schnell. Können wir vielleicht oben auf dem Dach landen? Geht das? Nee. Es geht schon, aber ja, da sind ganz schön viele Leute. Das ist natürlich voll geil. Ich versuch's, aber ich, ganz ehrlich, ich bezweifle es. Ich glaube, die machen uns kalt, wenn wir da landen. Passt schon. Na gut. Wir vertrauen dir. Was sagst du? Langsam. Wow! Okay, aussteigen bitte. Der geht nicht nochmal. Nee. Hä? Das soll man kaputt machen. Das läuft. Zerstören Sie Lagertanks. Da unten drin hier nehmen. Die sehen uns. Ah, hier geht eine Treppe runter. Ups. Basti macht hier schon wieder Action.
Ups. So ein komisches Ding, das habe ich über... Was denn hier? Okay, bin drin. Hier ist eine Info. Oh, Zubehör. Waffenkisten. Für Waffenkisten bin ich immer zahm. Zack. Granate! Okay. Erledigt. Was denn jetzt? Eine Waffenkiste. Nein, habe ich freigeschaltet. Oh Mann, unter Feuer! Melde tot. Wisst ihr, Thomas, heute bin ich derjenige, der immer liegt. Ah, nee, ich bin auch da. nee, ich bin auch da. Basti, Medic! Oh. Na, zum Glück haben wir die Mission vorher noch geschafft, oder? Oder zählt das jetzt nicht mehr? Doch, das zählt. Geiles Bild. Je nachdem, was man sieht. Achso, ich habe gerade Nachtsicht. Mit Hilfe der Nachtsicht können Sie mit so einem Blitz... Das sieht total, cool aus. So, was sagt denn jetzt unsere Mission? Hä? Also auch beschissen. Was ist denn hier markiert? Wegen meinem Headspins Weinglas bin laufen. Was ist denn A? Lass mal weg. Ja, hab ich. Hab's. Oder lädt schon wieder verdächtig lang hier, das macht mir gar Ach, da sind wir. Okay. Meinst du, das ist ein Synchronisationsproblem? So Leute, wollt ihr Waffenkisten oder wollt ihr den nächsten Einsatz? Wir warten jetzt erstmal Basti, der hängt irgendwie da. Da steht irgendwas mit 95%. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich auch schon mal gehabt. Jetzt bin ich da. Neuer Einsatz. Mal gucken, ob das mit dem Fliegen funktioniert. Die Quinoa-Fabrik. Okay. Jetzt haben wir mal Nachtsicht. Wer ist denn das eigentlich? Kommandant, das geht eigentlich. Kannst du übrigens das nochmal anmachen, die Mission? Weil ich wurde irgendwie nicht gefragt. Aber ich sitze schon im Auto. Danke. Wo es geht. Ui, ist so los. Ich sitze hinten drin. Ja. Ich frage. Mucke, alle Mucke. Los Mucos. Bei mir labert nur einer. Echt? Ich hab Mucke. Boah. Weil die Beat-Mucke gehabt. Nee, bei mir labert nur einer. Jetzt labert auch einer. Estos, Flavio Santa Blanca. Nee. Bei mir singt nur einer. Mit einer tiefen Stimme. Werbung. Oh, da explodiert schon wieder was. Ah ja, in Bolivien explodiert ja andauernd was. Ständig stürzt irgendwas ab. Eine gemütliche Nachtfahrt. Miau. Ich werte die Führung direkt an die brasilianische Grenze. Das ist bestimmt die Hauptschmuggelroute des Kartells. Von Remanso aus dem Land raus. Oh, da ist aber einiges los hier. Ich sehe noch Waffe. Was denn? Ach, das schaut schon wieder ungut aus hier oben. Ziel Nummer 2, da ist noch dein Geschütz. Hey, Caramba. Hey, Caramba. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Erreichen Sie die Fabrik und dann? Oben im Geschützturm ist aber erstmal keiner. Ja, die stehen hier oben drauf, auf den Röhren. Auf den Röhren, das ist der Sniper. Ist da eine Tür? Hier ist der Generator. Da unten ist auch ein bisschen... Alarm ist auch da. Wir haben Alarm am Start. Angles. Oh, die haben noch einen Jammer da hinten, oder was? Nee, Jammer habe ich. Bin hier mit meiner Drohne voll am Start. Einen Jammer haben sie nicht. Noch zu weit weg. Das kann sein.
Zielt auf die Transportbänder. Ohne sie läuft die Fertigungsstraße nicht. Ein Lieferschein der Quinoa-Verarbeitungsanlage. Was will das Kartell mit Kisten voll Quinoa? Ich versuche mal die 1 wegzuknallen. Auf 3? 1, 2, 3. Entschuldigung. Das wird so geil. Auf 3, Moment. 3, 2, Moment. 1, Schuss. Moment. Ja. Richtig. Sorry, war ich gewesen. Okay, der andere ist ein bisschen zu weit weg. Der ist fast 300 Meter weg. Boah! Basti, Alter. Killer. Der war da über 300 Meter. Der war da voll weit weg. Houston, wir haben ein Problem. Was? Wieso denn? Wo denn? Wie denn? Was denn? Wo denn? Oh, da unten drin ist einer, ne? Pass gut auf, die wissen, dass etwas los ist. Oh, da unten sind welche. Tango getroffen. Tango weiß was. Verstärkung rückt an, läuft. Echt oder was? Granate kommt, komme mierda culeros. Okay, Verstärkung ist im Arsch. Kaboom! Okay. Ich gehe mal auf den Aussichtsturm. Oh, jetzt hänge ich da zwischen scheiß Rohren, ne? Okay, den Chef habe ich schon mal gekillt. Tja, ist immer noch viel los hier, würde ich sagen. Auch ein Update, dass der schneller nachlädt. Ja. Sehr schlimmer. Sehr schlimm. Tja. Hier ist ja alles dicht, weil hat einer eine Ahnung, wo wir hier reinkommen? Wow, 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 wow. Achtung, Heli. Heli? Gar nicht gut. Gar nicht gut, ne? Alles gut, Heli fliegt weg. Der Tango ist Teil einer Gruppe Tangos. Das ist echt geil. Hey, ne? Wie die ich gerade habe, die M4. Ja, ich hab auch, ja, die ist geil. Fällt mir auch gut. Immer diese Waffengespräche. Oh, hier ist eine Waffenkiste. Hier ist eine Waffenkiste. Das ist eine Maschinenpistole M9mm C1. Tango getroffen. Zeit abzuziehen, bevor die Verstärkung anrückt. Super, gut gemacht. Hab ein Auto. Fester standen da rum.